Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zur Leseprobe, also zu der Lesung am Samstag. Dort stelle ich Bücher vor von Autoren, die ein Buch geschrieben haben. Und jeden Dienstag habe ich eine Horrorserie hier genau auf dem gleichen Kanal. Da kannst du gerne mal nachschauen. Es gibt Kurzgeschichten im Horrorformat und es gibt neuerdings eine Serie, Punkt Onion. Schau gerne mal rein, aber du brauchst auf jeden Fall starke Nerven. Jetzt lese ich von Harry Robson ein Buch über sein Leben. Es ist eine Biografie. Ich werde nur Teile aus dem Buch vorlesen, aber ich hoffe, es gefällt dir. Und wenn dir das Format gefällt, gib mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und ja, ich hoffe, du schaust auch mal dienstags rein und herzlich willkommen zur Lesung. Das Buch geschrieben von Harry Robson. Das Mädchen da oben auf der Treppe werde ich heiraten. Klaus starrte mich verständnislos an. Kennst du die etwa? Nein, aber ich werde sie auf jeden Fall heiraten. Sie, die schöne Unbekannte, stand Mutterseelen alleine direkt vor dem Schuleingang. Frech schaute sie von der Treppe auf die Schulanfänger herab, mit einem Gesichtsausdruck, der besagte, »Mach endlich auf, ich will hier rein.« Sie trug eine College-Mappe unter dem Arm, einen karamellfarbenen Mantel und eine Kurzhaarfrisur, die man damals wohl als Bubikopf bezeichnete. Endlich erschien der Schulleiter auf der Treppe und verlas die Namen der Schüler mit den dazugehörigen Klassennummern. Ich hielt es für eine schicksalhafte Fügung, dass die Unbekannte mit mir in eine Klasse kam. Schnell wusste ich, dass sie Rominka hieß und bei einem Notar lernte. Da es in Bergheim nur einen Notar mit Lehrling gab, wurde sie bei den Kaufleuten eingeschult. In den Pausen hielt sie sich immer bei den anderen Mädels auf. Da war also kein Herankommen. Außerdem war ich sehr schüchtern und hätte bei einer Ansprache in Anwesenheit von den anderen wahrscheinlich kein Wort herausbekommen. So nach und nach kamen wir ins Gespräch und verabredeten uns für einen Sonntagnachmittag. Und sie war pünktlich zur Stelle. Sie trug ein blaues Etui-Kleid mit weißem Kragen und ließ auch einiges von ihrem Bein sehen. 1967 war die Zeit des Minirocks. Sie hatte ein sehr hübsches Gesicht, wundervolle Beine und auch eine ansprechende Oberweite. Ich war hin und weg. Wir gingen also den Rhein entlang, dann über die Felder an der Siegmündung vorbei bis Mondorf und wieder zurück. Letztendlich landeten wir dann rechtzeitig an der Straßenbahn, von wo sie mit dem Bus nach Hause fuhr. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich mich verliebt. Leider war ihr Vater sehr restriktiv, was Rominkas Freizeit anging. Richtige Treffen außerhalb der Schulzeit gab es leider nicht und Rominka war klar, dass ihr Vater uns und vor allem mich kaputt machen würde, wenn das herauskäme. Es war wohl in dieser Zeit die größte Angst aller Eltern, dass die Töchter frühzeitig Spaß am Sex haben würden und dann und vor allem ungewollt schwanger zu werden. Unsere weiteren Zusammenkünfte gestalteten sich also schwierig und forderten jede Menge Erfindungsreichtum, was Ausreden für die häusliche Abwesenheit betraf. Wir ließen uns davon aber nicht den Wind aus den Segeln nehmen, trafen uns heimlich nach der Arbeit auf dem Friedhof, ganz in der Nähe von Rominkas Elternhaus, und gingen auch mal in die Nachmittagsvorstellung ins Kino. Irgendeine von Rominkas Freundinnen gab uns dann das passende Alibi. Irgendwann durfte ich Rominka auch mal mit nach Hause nehmen, als mein Vater nicht da war. Mutter war ganz angetan von dem Mädchen und versprach, uns zu helfen, wo immer es möglich ist. Unser Verhältnis war nach wie vor freundschaftlich. Händchen halten, ein bisschen herumfummeln, erzählen, mehr war da nicht. Aber generell wollte ich schon mehr über die Weiblichkeit, das Geheimnis zwischen Mann und Frau erfahren. Wir sprachen beide darüber und kamen zu dem Ergebnis, es zu tun. Eine Ahnung, was wirklich zu tun war, hatte ich nicht. Und so vergingen die Jahre mit Rominka an meiner Seite. Nach der Lehrzeit wollte ich mein Wissen unbedingt erweitern und begann nach Lösungen zu suchen. Nach einigen vielen Recherchen kam ich dann auf folgende Lösung.
Wenn man sich auf 2 Jahre bei der Bundeswehr verpflichtete, wurden 1,5 Jahre so gestellt, als ob man im erlernten Beruf gearbeitet habe. Wenn man nun direkt nach der Bundeswehr die Ausbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt startete, musste man keine 2 Jahre Berufstätigkeit nachweisen, sondern nur 1,5 Jahre. Also ging ich als Freiwilliger zur Marine, denn nur dort funktionierte mein Ausbildungsmodell so, wie ich es geplant hatte. Rominka war Feuer und Flamme, versprach mich in allem zu unterstützen. Zwischenzeitlich waren wir so eng miteinander, dass wir ganz offen von Hochzeit sprachen. Sobald wir genug Geld verdienten, wollten wir heiraten und Kinder haben. Am 31. März 1970 hob ich zum ersten Mal Kegel auf und am 1. April saß ich im Zug nach Glückstadt, um dort die Grundausbildung zu beginnen. Das Schlimmste war die Trennung von Rominka. Wir schrieben uns fast jeden Tag einen Brief. Natürlich gab es bei der Marine viel zu berichten. Alles war neu, anders, völlig unbekannt. Das Zusammensein mit 12 fremden Männern in einer Stube war gewöhnungsbedürftig. Gemeinsames Duschen, gemeinsames Essen, gemeinsame Freizeit. Es gab wirklich nichts, wo man hätte mal für sich allein sein können. Beim Grundwehrdienst lernten wir so allerlei. Besonders verhasst war mir das Rudern. Es handelte sich nicht um Ruderboote, wie man sie vom Rhein oder Bötchensee her kannte, wo man sonntags mit seiner Freundin ein bisschen umherruderte. Nein, es waren Ungetüme, die für eine Atlantiküberquerung gedacht schienen. Die Ruder waren so lang und schwer, dass man sie mit 2 Mann tragen musste. Außerdem lernte man neben den Rudern das Arbeiten mit Seilen und Tauen. Die waren steinalt und ließen sich kaum bewegen. Schnell hatte man die Finger von kleinen Taustücken gespickt, die wie kleine Nägel in die Finger stachen, um dort wochenlang herauszueitern. Die große Panik unter den Soldaten löste das Wort 36-Stunden-Übung aus. Hierbei musste der Soldat, mehr oder weniger auf sich selbst gestellt, einige Kriegsaufgaben lösen. Nachts im Zelt bivakieren, in der freien Natur sein Geschäft verrichten, aus Konservendosen sein Essen zubereiten und noch so circa 25 Kilometer mit großem Gepäck marschieren. Während der Grundausbildung gab es keinen Heimaturlaub. Nach 6 Wochen durften wir samstags bis 10 Uhr raus, das war's. Natürlich nur in Uniform. Ich habe mit einem Kumpel ein paar Unterhosen gekauft und wir waren zusammen essen. Endlich mal keinen Bundeswehrfraß. Andere Kollegen waren da schon weit fortschrittlicher. Einige fuhren nach Hamburg, um dort auf der Reeperbahn einmal so richtig die Sau rauszulassen. Dort nahm man die Jungs ganz gelassen in die Arme. Und als Hamburg mit ihnen fertig war, kamen sie ordentlich durchgeprügelt, nur noch mit Teilen der Uniform bekleidet, natürlich ohne Geld und Truppenausweis, viel zu spät wieder in die Kaserne. Es hagelte Disziplinarstrafen. Mein Bettnachbar, also der unter mir lag, hatte sich einen Besuch bei den Damen gegönnt und berichtete mit stolz geschwellter Brust, wie er es denen gezeigt habe. 3 Hühner habe er gefickt und dafür nur 30 Mark bezahlt. Billiger ging es nun wirklich nicht. Die Mädels haben jedoch nicht nur 30 Mark genommen, sondern ihm auch noch einen ausgewachsenen Tripper geschenkt. Er hatte also mehr bekommen, als er gegeben hatte. Eine echte Win-Win-Situation. 14 Tage lang musste er mit vielen anderen morgens um 6 Uhr im Sanitätsbereich auflaufen. Dort gab es eine Spritze gegen den ungebetenen Gast und das Verbot, sich sexuell zu betätigen. Im Frühjahr 1971. Rominka und ich waren zwischenzeitlich verlobt und dadurch hatte ich freien Zugang zu ihrem Elternhaus. Sie hatte mich am Tag der offenen Tür in Emden besucht und die Nacht bei mir verbracht. Mein Zimmerkumpel nächtigte woanders. Als ich sie sonntags zum Bahnhof brachte, überkam uns beide ein fürchterlicher Schmerz. Und wir mussten weinen. Es war schlimm, sehr schlimm. Es war uns klar geworden, dass wir zusammengehörten und auf jeden Fall heiraten wollten. Für den Sommer 1971 hatten wir eine Reise nach Mallorca gebucht. Volle 3 Wochen. Vorher mussten wir nur Joseph, Rominkas Vater, davon überzeugen, dass wir in getrennten Zimmern übernachten würden, so dass Sex absolut unmöglich war. Schließlich waren wir nur verlobt, also sexuell unwürdig. Wir waren im 7. Himmel, lagen am Strand, gingen lecker essen, tranken Cocktails
unternahmen diverse Ausflüge und haben uns auch oft geliebt. Viel zu schnell ging die Zeit herum. Und als wir sonntags zurückflogen, gab es einen Streik der Fluglotsen. 6 Stunden saßen wir im Flieger fest. Letztendlich heirateten wir kurz nach dem Urlaub standesamtlich, sodass wir moralisch endlich voll abgesegnet waren. Im Juni 1971 wurde dann kirchlich geheiratet. Ein Muss in der damaligen Zeit. Es war zwar niemand gläubig, aber sich solch eine Feier entgehen zu lassen, war unmöglich. Es war eine klassische Hochzeit. Polterabend mit jeder Menge Geschirr und alten Kloschüsseln zum Zerdeppern. Eine Band, die zum Tanz aufspielte, Bier vom Fass, Maibowle, Würstchen mit Kartoffelsalat und so weiter. Es waren um die 300 Leute und das Bier hatte so gerade gereicht. Der nächste Tag war dann kirchlich. Braut in Weiß, Bräutigam in Schwarz, alle anderen festlich gekleidet. Das Mittagessen kochten Frauen vom Kirchenchor. Es war wirklich ein tolles Fest. Und ich hatte die schönste Braut, die man in Bergheim je gesehen hatte. Kurze Zeit später fand ich eine Arbeitsstelle in einem großen Bauunternehmen in Bonn. Wir wollten ja unbedingt bauen und da erschien uns eine Baufirma als der ideale Einstieg ins Berufsleben. 2200 Mark Monatsgehalt waren für die damalige Zeit ein Hauptgewinn. Nun, wo ich eine feste Anstellung hatte, wurde es langsam Zeit, an den Nachwuchs zu denken. Rominka arbeitete in Bergheim bei einem Notar. In dessen Bürohaus wurde die Dachwohnung frei. Knapp 80 Quadratmeter, ohne Miete. Schlaf, Kinderzimmer, Wohnzimmer, große Wohnküche, ein kleines Badezimmer, Garage und die Nutzung des Gartens. Dafür mussten wir dann abends das Büro reinigen, Fenster putzen und es musste aufgeräumt werden. Wir schlugen sofort zu und zogen 1974 nach Bergheim in diese Wohnung. Kurze Zeit später war Rominka schwanger. Leider ging in meinem Job nicht alles so nach Plan. Die Firmeninhaber stritten sich wegen Anteilen an Firmen und Grundstücken vor Gericht. Die Banken drehten den Geldhahn zu und der Laden ging den Rhein runter. Da war mir klar, dass meine Tage in der Firma gezählt waren. Ich suchte eine neue Arbeit. Und das würde ich auch schaffen. Nach meiner Bewerbung wartete ich fieberhaft auf die Nachricht und schon bald erhielt ich einen Vorstellungstermin. Juli 1975. Als es um das Gehalt ging, forderte ich 2600 Mark. Und Herr Möckner meinte, ich sei mit Abstand der teuerste Bewerber. Herr Pflock hingegen hielt diese Summe eigentlich für zu niedrig und meinte, dass ich auch der bisher beste Bewerber sei, den man hätte gesehen. Ich wiederum verwies darauf, dass ich noch andere Vorstellungstermine habe und ich nicht böse sei, wenn man sich einen Mann wie mich nicht leisten könne. Ich wurde nach draußen geschickt und nach einiger Beratungszeit wurde ich wieder reingeholt. Herr Möckner bot mir 2600 Mark an, nach 6 Monaten 2800 und die Übernahme aller erforderlichen Lehrgangskosten für die Programmierung und was sonst noch erforderlich wäre, nebst Spesen. Das Ganze auf Basis von 13 Monatsgehältern. Es wundert wohl niemanden, dass ich auf der Stelle zugesagt habe. Rominka war total happy. Unsere Emma war im März 1975 geboren worden und entwickelte sich prächtig. Wir hatten ein süßes Kind, eine Arbeit mit Zukunftsaussichten und wir liebten uns. Was hätte uns noch passieren können? Im Februar 1977 wurde Rocky geboren. Wir waren überglücklich. Nach der Tochter ein Sohn. Besser ging es gar nicht. Ich lud meinen Chef nach Bergheim in meine Lieblingskneipe zum Essen ein. Rumpsteak mit Bratkartoffeln. Ich kannte kein Lokal, in dem es besser schmeckte. An diesem Abend wurde mein Gehalt neu auf 4000 D-Mark festgesetzt. Mir wurde ein Firmenwagen zugesagt und ich wurde zum Prokuristen befördert. Als ich am nächsten Tag Rominka davon berichtete, war klar, jetzt können wir bauen. Rominka hatte schon länger ein Grundstück im Auge, mit dem sie liebäugelte. Der Bau als solcher war völlig unerwartet mit sehr viel Stress verbunden. Wer glaubt, dass man überhaupt keinen Ärger bekommt, wenn man ein schlüsselfertiges Haus baut, der glaubt an den Weihnachtsmann. Der Winter 77-78 war einer der härtesten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wochenlang Eis und Schnee, bis zu minus 20 Grad.
Die Baufirma konnte auf den Straßen keine schweren Lasten transportieren, dafür war es einfach überall zu glatt. Der Keller war im Spätherbst geliefert und aufgebaut worden. Im Keller kann man aber nicht wohnen. Unsere Wohnung hatten wir aber zum 1. Mai gekündigt. Ärger gab es dann auch zwischen Rominka und mir. Gewaltigen sogar, der Super-GAU. Einige Monate nach Rockys Geburt fragte ich Rominka, wann sie glaube, sich so weit von der Geburt erholt zu haben, dass wieder an Sex zu denken sei. Bei Emma war das recht flott wieder der Fall. Rominkas Antwort irritierte mich enorm. Es würde keinen Sex mehr geben. Sie habe sich immer zwei Kinder, Junge und Mädchen, gewünscht und das sei ja nun geschehen. Ihre Familienplanung sei abgeschlossen. Sex mit mir daher nicht mehr nötig. Ich hielt es für einen dummen Witz, aber es war ihr bitterer Ernst. Um diese Aussage zu unterstreichen, wurde Rocky dann nächtens immer zwischen uns ins Bett gelegt. Damit sollten und wurden nun nächtliche Übergriffe verhindert. Es hatte keinen Zweck, mit ihr zu verhandeln. Es war von ihr verkündet und beschlossen. Eines Morgens, ich hatte mich wohl in der Nacht etwas zu laut selbst befriedigt, meinte sie: »Geilen Sex gehabt heute Nacht?« Sie fand ihren Witz einfach übermächtig gut und lachte den ganzen Tag immer wieder über diese ihrer Meinung nach wirklich gelungene Anmerkung. So, da sind wir nun am Ende von der Leseprobe von Harry Robson. Das Mädchen da oben auf der Treppe werde ich heiraten. Ein wirklich wunderschöner Titel. Und wenn ihr euch für die Biografie interessiert, alles Weitere zu dem Buch findet ihr unten in der Infobox. Ich wünsche euch einen guten Abend, eine gute Nacht oder einen guten Tag, wann immer ihr das auch hört. Und freue mich, euch in der nächsten Leseprobe wieder zu begrüßen. Und schaut doch mal am Dienstag rein bei der Horrorserie und den Kurzgeschichten. Bis bald, eure Danielle. Ciao!